Hallo zusammen. Herzlich willkommen hier in unserem Kurs zur klassischen chinesischen Philosophie. In diesem Seminar hier werden wir uns mit einer Einführung in die Grundlagen der chinesischen Philosophie beschäftigen. Das heißt, Sie werden hier im Laufe dieses Semesters die Hintergründe kennenlernen der chinesischen Philosophie, die wichtigsten Schulen, die wichtigsten Begriffe, die wichtigsten Denker der chinesischen Philosophie. Im Zentrum stehen dabei die drei großen Schulen des Konfuzianismus, des Daoismus und des Buddhismus, aber wir werden uns auch mit ein paar kleineren Schulen beschäftigen, die hier im Westen insbesondere weniger bekannt geworden sind. Das Ziel, um das es mir hier geht in diesem Kurs, das ist es, ein grundlegendes Verständnis für die chinesische Philosophie zu entwickeln bei Ihnen. Also, was sind Ihre Themen? Was sind die fundamentalen Fragen, mit denen sich die chinesische Philosophie befasst? Was sind Ihre Konzepte? Was sind Ihre Methoden? Was sind Ihre Texte? Vor allen Dingen aber auch geht es um die Frage, wie liest man eigentlich Texte der chinesischen Philosophie? Sie werden feststellen, dass das, was wir uns hier an Texten anschauen, doch irgendwie gewöhnungsbedürftig ist und anders als das, was man vielleicht so aus der westlichen Philosophie kennt, wenn auch nicht so anders, wie man vielleicht vermuten könnte. Im besten Fall ergibt sich daraus für Sie eine Basis für das eigenständige Arbeiten. Das heißt, Sie können über die Informationen und das Wissen, das Sie hier aus dem Seminar mitnehmen, einen eigenen Einstieg in die Lektüre chinesischer Philosophie versuchen. Gut, bevor wir damit aber anfangen, zunächst mal eine wichtige Frage vorab. Was ist das eigentlich, chinesische Philosophie? Gibt es das überhaupt? Es ist auch in der Gegenwart immer noch eine gar nicht so selten anzutreffende Idee, dass es Philosophie eigentlich nur im Westen gibt. Also dass Philosophie diejenige Tradition ist, die auf Sokrates zurückgeht und die sich dann daraus entwickelt hat. Alles andere ist eben nicht Philosophie. Das schließt automatisch alle nicht-westlichen Philosophien und Traditionen aus, die dann meistens also etwas wie Weisheitslehren oder so etwas tituliert werden. Auch irgendwie interessant und ganz nett vielleicht, aber eben nicht Philosophie im eigentlichen Sinne des Wortes. Diese Position hat insbesondere im deutschsprachigen Bereich einige prominente Fürsprecher, unter anderem so berühmte Philosophen wie Kant und Hegel. Schauen wir uns das mal gerade ganz kurz an. Kant schreibt an einer berühmten Stelle seiner Vorlesung über die physische Geographie, als er sich mit dem asiatischen Raum beschäftigt. Philosophie ist im ganzen Orient nicht anzutreffen, die wenigen Araber ausgenommen, allein das sind auch schon Weise. Ihr Lehrer Konfuzius trägt in seinen Schriften nichts als moralische Lehren der Fürsten vor und führt Exempel der vorigen chinesischen Fürsten an. Aber ein Begriff von Tugend und Sittlichkeit ist den Chinesen nie in den Kopf gekommen. Zu dem, was edel und Pflicht ist, sich zu erheben, ist diese Nation ganz unfähig. Und die ganze Moral des Konfuzius besteht aus Sittensprüchen, die unerträglich sind, weil sie ein jeder herplappern kann. Zur Idee und zu Triebfedern des Guten zu gelangen, werden Studien erfordert, wovon sie nichts wissen. In ein ganz ähnliches Horn stößt auch Hegel in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Schauen wir uns auch das einmal kurz an. Da sagt Hegel, was ferner die Philosophie des Konfuzius betrifft, so war es Moralphilosophie. Es findet sich in seinen Büchern viel Menschenverstand, populäre Moral, die sich überall besser findet. Einzelne Reden sind nicht ohne Geist, aber es ist nichts Ausgezeichnetes. Spekulative Philosophie ist nicht darin zu finden. Konfuzius war ein praktischer Staatsmann, aber nicht spekulativer Philosoph. Wenn Sie jetzt meinen, dass solche Positionen der Vergangenheit angehören, dann täuschen Sie sich. Als vor einigen Jahren Jay Garfield und Brian Van Norden, zwei sehr berühmte amerikanische Philosophen und Kenner der buddhistischen und chinesischen Philosophie, als die vor einigen Jahren in der New York Times, in der Philosophiekolumne The Stone, einen kurzen Artikel veröffentlichten, in dem sie eine Öffnung der akademischen Philosophie in der westlichen Welt für nicht-westliche Philosophien forderten und ein bisschen oder vielleicht nicht nur ein bisschen sarkastisch vorschlugen, wenn man das nicht wolle, dann solle man halt eben Philosophieabteilungen und Philosophieinstitute umbenennen in das, was sie wirklich sind, nämlich Institute für anglo-europäische Philosophie. Und als sie diesen Artikel veröffentlichten, löste das eine hitzige Debatte aus. In dieser Debatte haben sehr viele die Idee verteidigt, dass Philosophie eine Art Privileg des Westens ist.
Viele andere haben dem widersprochen und gesagt, es ist dringend geboten, dass wir im 21. Jahrhundert uns als Philosophie global orientieren und alle Philosophietraditionen dieser Welt mit aufnehmen. Aber wie gesagt, die Debatte war sehr, sehr hitzig und wurde auch außerhalb akademischer Kreise durchaus kontrovers geführt. Warum glauben nun Leute, dass nicht-westliche oder speziell chinesische Philosophie nicht den Anspruch erheben könnte, echte Philosophie zu sein? Nun, das Argument ist oft ganz ähnlich wie das, was auch Kant und Hegel uns hier vorgeschlagen haben, nämlich die östliche Philosophie, so sagt man, erreicht nicht das Maß an Rationalität, an Methodik, an Stringenz wie die westliche Philosophie. Oder, simpel ausgedrückt, sie ist einfach nicht gut genug. Woher kommt dieses Urteil? Mein Eindruck, und das wird auch von Leuten wie Jay Garfield und Brian Van Norden bestätigt, mein Eindruck ist ganz einfach, es liegt an einem Mangel an Wissen. Bei Kant und Hegel ist das noch entschuldbar. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es kaum Übersetzungen chinesischer Philosophie. Es war wenig bekannt über China im Allgemeinen und die chinesische Philosophie im Speziellen. Das ist vielleicht noch verzeihlich. Aber heutzutage gilt diese Ausrede nicht mehr. Es ist vollkommen ohne Probleme möglich, auch ohne sinologische Vorkenntnisse, ein adäquates Verständnis chinesischer Philosophie zu erwerben. Und unter anderem das ist es, was wir hier vorhaben. Das ist, wozu dieses Seminar hier dienen soll. Diesen Mangel an Wissen zu beseitigen. Im 21. Jahrhundert sollte es meiner Meinung nach für Studierende der Philosophie und überhaupt für allgemein an Philosophie interessierte Menschen völlig normal sein, ein grundlegendes Verständnis der Philosophie des Konfuzius, des Laozi oder des Hanfeize zu haben, genauso wie man eben auch ein grundlegendes Verständnis von Aristoteles, Descartes oder Kant erwarten kann. Und mein Ziel ist es, dass Sie am Ende dieses Kurses dieses Verständnis haben werden und dass Ihnen klar wird, warum so Typen wie Kant und Hegel an der Stelle hier vollkommenen Unsinn reden. Um jetzt aber chinesische Philosophie zu verstehen, ist es unerlässlich, dass wir uns ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen, vor dem die chinesische Philosophie entsteht. Also, wir werden uns ein bisschen über die historischen, kulturellen, sozialen und so weiter Bedingungen unterhalten müssen, die der Ausgangspunkt sind für die Entstehung der chinesischen Philosophie. Fangen wir an, indem wir zunächst einen kleinen Blick auf die Geografie werfen. Sie sehen hier eine Karte, eine physische Karte von China und Sie erkennen sofort, China ist ein kontinentales Land. Es liegt am östlichen Rand der riesigen Landmasse Asiens und wenn Sie ein bisschen genauer hingucken, sehen Sie hier, in der Gegend des Gelben Flusses, also in dieser Tiefebene, die im Mündungsbereich des Gelben Flusses sich gebildet hat, da sehen Sie den Ursprung, das Kernland der chinesischen Zivilisation. Diese chinesische Zivilisation wird in dieser Region so ungefähr ab der Mitte des dritten Jahrtausends für uns historisch greifbar, gleich dazu noch mehr. Also hier im Tiefland des Gelben Flusses, da steht die Wiege der chinesischen Kultur. Der Gelbe Fluss heißt so, weil er tatsächlich so ein bisschen gelb ist oder zumindest früher mal gewesen ist. Und zwar schwemmt dieser Gelbe Fluss fruchtbaren Lössboden, der so eine gelblich-beige Farbe hat, aus dem Westen Chinas Richtung Osten und durch seine häufigen Überschwemmungen lagert er diesen fruchtbaren Boden in der Tiefebene an und macht das Land da sehr, sehr fruchtbar und ideal geeignet für Ackerbau. Es ist also ein relativ fruchtbarer Boden, es ist ein wasserreiches Land durch den Gelben Fluss und es ist schön flach. Das heißt, der Transport von Waren oder Personen, Verkehr, Infrastruktur und so weiter ist deutlich einfacher zu errichten für eine frühe Hochkultur in dieser Region als anderswo. Wenn man sich jetzt die Umgebung dieser Tiefebene anschaut, dann stellt man fest, da ist irgendwie eigentlich nichts. Im Osten finden Sie den Pazifik. Der Pazifik ist ein relativ raues Gewässer, schwer zu befahren für frühe Schifffahrt und es führt auch eigentlich keinen Weg nach irgendwo. Das Einzige, was da kommt weiter im Osten auf dem Meer, ist irgendwann Japan und Japan ist zu Beginn, also in der Zeit, in der die chinesische Kultur entsteht, noch in der Steinzeit hängen geblieben. Eine sehr, sehr primitive Zivilisation. Da gibt es nichts, was einen interessieren könnte, dass man überhaupt dahin fahren möchte. Im Süden findet man Bergland und Dschungel. Es existieren zwar auch hier so einige Lokalkulturen, auch schon in der Frühgeschichte, aber keine davon entwickelt sich zu nennenswerter Bedeutung. Und ansonsten ist das Land eher unangenehm. Es ist warm und feucht und hat viele Moskitos. Auch da will man eigentlich nicht so super gerne wohnen. Im Westen die größte Grenze, der Himalaya, ein unüberwindliches Gebirge, trocken, kalt, lebensfeindlich, das
China vom Westen, also von Indien in diesem Falle, abschließt. Also auch da entstehen natürlich in dieser Zeit schon erste Hochkulturen, aber diese Hochkulturen haben keinerlei Kontakt zu China. Der Himalaya blockt das alles ab. Und schließlich im Norden, da haben wir die Steppen Zentralasiens. Die sind karg und kalt, eignen sich praktisch gar nicht für Landwirtschaft und bieten auch nur für sehr wenige Menschen eine Lebensgrundlage. Und auch heute noch ist das eine der am dünnsten besiedelten Regionen der Welt. Also auch da nichts, was einen wirklich dahin ziehen könnte. Niemand, der in dieser Weltgegend irgendetwas Bemerkenswertes aufgebaut hätte in dieser frühen Zeit. Also, als die chinesische Zivilisation das Licht der Welt erblickt, ist sie quasi allein auf weiter Flur. Sie ist die einzige Kultur weit und breit. Es gibt keine Möglichkeit zum Austausch mit anderen. Es gibt keinen Einfluss von außen. Daher entsteht in dieser Anfangszeit relativ rasch die Vorstellung, dass China und die Zivilisation oder die zivilisierte Welt eines sind. Das wird ganz deutlich in dieser Zeit häufig gebrauchten Ausdruck für China. China heißt in dieser frühen Zeit auf Chinesisch einfach Tianxia, was bedeutet das, was unter dem Himmel ist. Was unter dem Himmel ist, das ist alles, das ist die Welt und das ist identisch mit China. China gleich die Zivilisation. Also ein grundlegender Gedanke, der das chinesische Selbstverständnis auch lange Zeit geprägt hat. Kontrastieren Sie das mal jetzt mit einem Bild des antiken Griechenland. Griechenland ist ein maritimes Land. Es ist geprägt durch das Mittelmeer, von dem es umgeben ist, durch Seefahrt und Handel, die im Mittelmeer sehr, sehr einfach sind. Ein Binnenmeer, das relativ leicht zu befahren ist mit Schiffen und bei dem niemals die Küste wirklich weit weg ist. Umgeben ist das antike Griechenland von einer ganzen Reihe anderer, älterer Kulturen. Da haben sie zum Beispiel in der Gegend des heutigen Israel und Libanon die Phönizier, von denen die Griechen ihr Alphabet übernommen haben. Sie haben weiter im Osten, in der Region von Mesopotamien, im heutigen Irak, die Assyrer und die Chaldäer, die wichtige astronomische Forschung bereits übernommen haben. Auch das können die Griechen übernehmen. Oder sie haben in Richtung Süden das uralte Reich Ägypten. Und die Ägypter sind mathematisch sehr weit fortgeschritten, als die Griechen irgendwann das Licht der Welt erblicken. Also die griechische Zivilisation, die entwickelt sich in einer pluralen Welt. Sie kommt sozusagen erst später dazu, wenn andere schon längst da sind und schon vieles geleistet haben. Diese geografischen Bedingungen sollte man nicht vernachlässigen. Also man kann das natürlich auch ein bisschen übertreiben. Es gibt so gerade in der marxistischen Tradition der Philosophie-Geschichtsschreibung in China so eine materialistische Tendenz, dass man versucht, alles auf irgendwelche materiellen Grundlagen zurückzuführen, frei nach Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also man kann das auch übertreiben, aber es ist trotzdem nicht ganz verkehrt, diese ökonomischen, geografischen Bedingungen im Hinterkopf zu behalten. Unter anderem deswegen, weil eben die ökonomischen Bedingungen einen Einfluss darauf haben, wie Gesellschaften sich entwickeln. In China beispielsweise ist durch die kontinentale Lage der Ackerbau sehr viel stärker ausgeprägt, als das etwa in Griechenland der Fall gewesen ist. Klar, Ackerbau ist für alle frühen Kulturen sehr, sehr wichtig. Aber für China hat der Ackerbau auch sozial betrachtet eine höhere Stellung, als das in Griechenland der Fall ist. Während im Griechischen beispielsweise die Worte für Bauer eher negativ assoziiert sind, also dass das dann auch sowas wie wild und roh und primitiv oder sowas bedeuten kann, Agrios auf Griechisch, gilt im antiken China eine Tradition von Gelehrsamkeit und Ackerbau als etwas sehr Erstrebenswertes. Möglicherweise kann man da auch dann Einflüsse auf die Philosophie sehen. Das ist immer mal wieder vermutet worden. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch, wie weit man das treiben kann, aber interessant ist es allemal, sich das zu überlegen. Zum Beispiel ist es ja so, dass Ackerbau insbesondere in vormoderner Zeit den Einsatz sehr vieler Menschen erfordert und soziale Mobilität eher schwierig macht. Also wenn Sie vom Ackerbau leben, sind Sie quasi an das Land gebunden, das Sie bebauen. Das könnte dazu beigetragen haben, dass die Familie in der chinesischen Philosophie eine sehr viel höhere Bedeutung einnimmt, als das zum Beispiel in der griechischen Philosophie der Fall ist. Außerdem, Ackerbau erfordert auch eine genaue Beobachtung der Natur, also des Wetters oder des Wechsels der Jahreszeiten. Und entsprechend findet man auch in der chinesischen Philosophie eine Betonung, ein großes Augenmerk auf die Natur. Also vielleicht liegt es auch an solchen Faktoren, dass in der antiken chinesischen Philosophie Familie und Natur eher den Vorrang haben gegenüber, sagen wir, Polis und Staat wie im antiken Griechenland. Einen interessanten Unterschied sollte man an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen. Religion spielt als Faktor in der chinesischen Philosophie eigentlich
gar keine besondere Rolle. Ganz anders als im Westen. Also es gibt zwar so eine volkstümliche Religion im antiken China, in der dann mythische Wesen und Götter und so weiter verehrt werden, aber diese traditionelle volkstümliche Religion bleibt eigentlich weitgehend wirkungslos für die Philosophie. Also man findet sehr wenig bis gar kein religiöses Gedankengut, das irgendwie Einfluss nimmt auf die chinesische Philosophie. Religion ist auch nicht organisiert im antiken China, also es gibt keine Kirche, es gibt keine Dogmen oder so etwas, wie wir das schon aus der westlichen Welt kennen. Religion ist einfach etwas, das so nebenher läuft und was niemals in China die Bedeutung gehabt hat, wie es im Westen der Fall gewesen ist. So schauen wir uns jetzt ein bisschen die Geschichte Chinas an, also den Teil der Geschichte zumindest, der uns hinführt bis zur Epoche der Philosophie, die für uns besonders interessant ist. Wie das bei allen antiken Kulturen so der Fall ist, verlieren sich die Anfänge der chinesischen Zivilisation irgendwo in der Frühgeschichte, in einer mythischen Vorzeit, über die wir eigentlich nichts wirklich wissen. Das Einzige, was wir haben, sind Mythen. In der chinesischen Mythologie wird berichtet, dass die ersten Menschen vollkommen ohne Zivilisation leben. Natur, Kultur und Technik, also die Begründung der Zivilisation, das ist der Erfolg oder die Erfindung einzelner mythischer Kaiser, die als eine Art Kulturheroen verstanden werden. Es sind so halbgöttliche Wesen, die so irgendwo zwischen Mensch und Gottheit stehen und die als Begründer der Kultur verstanden werden. Das beginnt mit den sogenannten drei Erhabenen, den San Huang, die am allerersten mythischen Anfang der Geschichte stehen. Laut traditioneller Geschichtsschreibung liegt das irgendwo im Anfang des dritten vorchristlichen Jahrtausends, aber solche Daten sind natürlich sinnvollerweise nicht irgendwie ja, glaubhaft zu machen. Der erste dieser drei Erhabenen ist ein mythischer Kaiser namens Fuxi. Fuxi soll die Jagd erfunden haben. Er war verheiratet mit seiner Schwester Nüwa, ebenfalls eine der drei Erhabenen, die dafür verantwortlich war, den Himmel aufzurichten. Und als dritten haben wir da den Shennong, Erfinder des Ackerbaus, also Kulturheroen, die in der mythischen Vergangenheit am Anfang der Zivilisation stehen. Auf diese drei Erhabenen folgen die sogenannten fünf Kaiser, die Wudi. Davon sind für uns gerade hier zwei interessant, nämlich Yao und Shun, die als idealtypische Herrscher verstanden werden und auf die man oft in der späteren Literatur Bezug nimmt als Idealtypen, als Vorbilder dafür, wie ein edler Herrscher sein sollte. Was war das Besondere an diesen zwei, Yao und Shun? Nun, Yao setzte Shun als seinen Nachfolger ein, und zwar aufgrund seiner überragenden Fähigkeiten. Die beiden waren nicht miteinander verwandt. Also Shun war nicht der Sohn von Yao so etwas, sondern war einfach ein fähiger Beamter, der sich verdient gemacht hat für das Reich. Und deswegen setzt Yao ihn als Nachfolger ein. Also Sie sehen hier das Ideal einer Meritokratie im chinesischen Denken ganz am Anfang der Geschichte bereits verwurzelt. Auf diesen Shun folgte Yu, der zunächst Minister für Shun gewesen war und später dann selbst Herrscher wurde. Mit diesem Yu beginnt nun die allererste chinesische Dynastie, die die traditionelle Geschichtsschreibung kennt. Und zwar ist das die sogenannte Xia-Dynastie. Diese Xia-Dynastie ist historisch für uns eigentlich auch nicht wirklich fassbar. Sie beginnt so ungefähr um das Jahr 2000 vor Christus und endet ungefähr um das Jahr 1600 vor Christus. In dieser Zeit ist China noch schriftlos, das heißt, es gibt keine Dokumente oder so etwas, die uns über diese Xia-Dynastie unterrichten können. Das Einzige, was wir über die Xia-Dynastie wissen, stammt aus Berichten aus späterer Zeit, die viele, viele Jahrhunderte nach der Xia-Dynastie erst niedergeschrieben worden sind und deswegen nun ja nicht unbedingt super glaubwürdig sind. Aber wir haben archäologische Funde, also es gibt Hinweise auf Ackerbau, es gibt Keramikfunde, es gibt Bestattungen und so weiter. Aber wie man diese Funde deuten soll, ist nicht so ganz klar. Also ob es wirklich etwas wie einen zentral organisierten Staat in dieser Gegend um den Gelben Fluss gegeben hat in dieser Zeit, das ist irgendwie nicht ganz sicher. Die Xia-Dynastie liegt damit irgendwo zwischen Mythos und Geschichte. Auf die Xia-Dynastie folgt dann ungefähr um das Jahr 1600 vor Christus die Shang-Dynastie. Die Shang-Dynastie, die ist tatsächlich für uns als historisches Phänomen greifbar. Unter anderem deswegen, weil wir nicht nur archäologische Funde, sondern auch Textdokumente aus dieser Zeit haben.
Der Legende nach beginnt die Shang-Dynastie damit, dass die Xia-Dynastie am Ende ihrer Zeit angekommen war und einen grausamen Tyrannen als Herrscher hervorgebracht hatte, den Tyrannen Xie. Dieser Tyrann Xie wurde vom ersten Herrscher der Shang, einem gewissen Tang, zu Recht gestürzt. Die Shang-Dynastie beanspruchte für sich, das Mandat des Himmels zu haben, das heißt die Legitimation, diese ungerechte Herrschaft zu stürzen, durch eine bessere zu ersetzen. Die Shang-Dynastie ist die erste bronzezeitliche Kultur in China. Sie wird, wie eben schon gesagt, historisch fassbar für uns dadurch, dass jetzt in dieser Zeit die Schrift entwickelt wird in China. Und zwar so ungefähr um das Jahr 1200 vor Christus tauchen die ersten schriftlichen Zeugnisse in China auf. Witzigerweise sind das nicht irgendwelche, ja, sagen wir mal, politischen oder historischen Texte oder so etwas, sondern es sind Schildkrötenpanzer. Schildkrötenpanzer, sogenannte Orakelknochen, die zu Orakelknochen, zu Orakelzwecken verwendet werden. So. Und zwar muss man sich das folgendermaßen vorstellen: Sie haben so einen Schildkrötenpanzer, der wird von einem Schamanen oder einem ja, Wahrsager mit einer im Feuer erhitzten Nadel durchstochen und dann platzt der Panzer so auf und es bilden sich Risse. Aus der Form dieser Risse wird dann die Zukunft vorhergesagt, nach irgendwelchen Regeln, die ich selber auch nicht kenne. Solche Panzer wurden praktischerweise für uns gesammelt. Das heißt, man hat eine Art Bibliothek aus diesen Panzern erstellt, auf diesen Panzern notiert, wer hat eine Frage gestellt, was war die Frage, was war das Ergebnis des Orakels und manchmal vielleicht auch sogar, was in Wirklichkeit hinterher passiert ist. Wenn Sie sich auf dem Bild hier mal anschauen, wie ein solcher Orakelpanzer aussieht, wenn Sie ein bisschen Chinesisch können, feststellen, dass manche dieser Zeichen tatsächlich seit 3000 Jahren sich im Prinzip nicht verändert haben. Also wir kriegen hier so einen minimalen Einblick in das Leben und Denken der Shang-Dynastie. Die Shang-Dynastie errichtet zum ersten Mal vielleicht auf chinesischem Territorium einen zentral organisierten Staat, führt also politische und administrative Strukturen ein. Setzt auch das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz gegenüber dem antiken Clan-Denken durch. Also zum ersten Mal haben wir hier so eine Art politisches Gebilde. Die Shang-Dynastie ja, floriert einige Jahrhunderte lang, endet aber dann so ungefähr um das Jahr 1050 vor Christus wieder mit dem Sturz des letzten Herrschers dieser Dynastie. Auf die Shang-Dynastie folgt die Zhou-Dynastie. Die Zhou-Dynastie, ja, deren erster König ist der sogenannte König Wu, der auch da wiederholt sich quasi die Geschichte, die wir von Shang und Xia kennengelernt haben, der den letzten König der Shang ebenfalls wieder einen grausamen Tyrannen gewaltsam stürzt. König Wu hat jedoch nicht allzu viel davon. Er stirbt kurze Zeit später und sein minderjähriger Sohn, König Wen, übernimmt den Thron. Nun ist der allerdings noch zu jung, um zu regieren. Deswegen springt sein Onkel ein. Sein Onkel, der Herzog von Zhou, verwaltet anstelle des noch jugendlichen Herrschers das Reich. Dieser Herzog von Zhou war eigentlich der Bruder des früheren Königs, also der Bruder des Königs Wu, und hätte als solcher die allerbeste Gelegenheit gehabt, sich selbst zum Herrscher zu machen in dieser Situation. Aber er verzichtet darauf aus Loyalität und übergibt nach einer gewissen Zeit dem rechtmäßigen König dann die Herrschaft. Aus diesem Grund wird der Herzog von Zhou auch immer wieder in der späteren Literatur als ein wichtiges Vorbild von idealtypischer Herrschaft angesehen, also als ein Vorbild in Tugendhaftigkeit und Anstand in einer Machtposition. Konfuzius wird, das werden wir später noch sehen, immer wieder sich auf diesen Herzog von Zhou berufen. Nun, was zeichnet diese Zhou-Dynastie nun aus? Die Zhou-Dynastie errichtet ein feudales Staatswesen. Das heißt, das Reich hat inzwischen, wie Sie auf der Karte hier sehen können, eine relativ große Ausdehnung erreicht. Um ein so großes Reich verwalten zu können, muss man gewisse Strukturen etablieren. Das heißt, der König teilt das Land ein in einzelne Fürstentümer, die dann Adligen als Lehen gegeben werden. Diese Adligen übernehmen die Verwaltung in den einzelnen Bereichen, den Teilbereichen des Staates. Das heißt, sie ja, verwalten dieses Land, sie erheben Steuern, sie sprechen Recht und so weiter und so fort. Aber sie sind weiterhin dem König hörig. Einerseits ist das natürlich effizient, also auf diese Art und Weise kann man ein sehr viel größeres Territorium verwalten, als wenn das alles zentral organisiert wird. Andererseits ist es aber auch gefährlich. Denn
was werden sich diese Adligen wohl denken? Naja, wenn ich sowieso hier alles alleine machen muss, wozu brauche ich dann eigentlich noch den König? Der Keim des Zerfalls ist in dieser Art von Organisation eigentlich bereits angelegt. Auf zivilisatorischem Gebiet entstehen eine ganze Reihe wichtiger Neuerungen. Also auf der einen Seite haben wir da so etwas wie eine Verwaltungsbürokratie, die von der Zhou-Dynastie eingeführt wird. Die macht die Herrschaft über ein dermaßen großes Territorium erst wirklich möglich. Das Geld wird erfunden und durch die Erfindung des Geldes wird ein ungekanntes ökonomisches Wachstum ermöglicht, dadurch, dass sie auf einmal Werte speichern können, im Gegensatz zu Naturalien, die nach einer Zeit verderben oder so etwas. Literatur entsteht, also nicht nur die Schrift, sondern echte Literatur wird in der Zhou-Zeit zum ersten Mal produziert. Also die ältesten chinesischen Literaturtexte stammen aus dieser Zeit hier. Zum Beispiel das Shijing, das sogenannte Buch der Lieder, eine Gedichtsammlung, wird niedergeschrieben, oder auch das I Ching, das Buch der Wandlungen, über das wir beim nächsten Mal sprechen müssen. Diese Texte entstehen alle so ungefähr um die Zeit, sagen wir mal, ab 700 vor Christus. Auch das historisch nicht ganz einfach klar zu fassen. Erleichtert wird diese neue Literalität dadurch, dass bessere Medien gefunden werden, um Texte zu schreiben. Und zwar werden Bücher aus Bambusstäbchen produziert. Also Bambusstäbchen werden zu so einer Art Rolle, so ähnlich wie ein Rollo, können Sie sich das vorstellen, sehen Sie sich hier auf dem Bild mal genau an, werden zu Büchern zusammengebunden und ermöglichen es dadurch relativ kostengünstig und schnell Texte zu reproduzieren. Trotzdem, die müssen immer noch von Hand geschrieben werden. Bis der Buchdruck erfunden wird, dauert es auch in China noch ein paar Jahrhunderte. So etwas wie ein Literaturwesen kann dadurch tatsächlich auch jetzt entstehen. Nun, die erste Phase der Zhou-Zeit, die sogenannte westliche Zhou, geht bis zum Jahr 771 vor Christus. Das gilt später als die Blütephase der archaischen Kultur Chinas. Sie endet, also die westliche Zhou-Zeit und auch diese Blütezeit, endet mit der sogenannten Krise des 8. Jahrhunderts. In dieser Zeit kommen in einem relativ kurzen Zeitraum verschiedene negative Entwicklungen zusammen. Zum einen wird das Reich geplagt von einer Menge Naturkatastrophen, also Erdbeben, Hungersnöte und so weiter überfallen China. Und was noch wichtiger ist, es kommt zu einer Krise des Königtums, der Krise der staatlichen Organisation. Die latenten Konflikte, von denen wir eben gesprochen haben im Zusammenhang mit dem Feudalismus, die brechen jetzt offen aus. Und zwar manifestiert sich das in den Ereignissen um einen gewissen König Zhou. Dieser König Zhou ist um das Jahr 771, also ein bisschen vorher noch, König des Zhou-Reiches. König Zhou hat einen Sohn mit seiner Königin und dieser Sohn ist sein designierter legitimer Nachfolger. Aber wie das öfters mal so passiert, König Zhou verliebt sich in eine seiner zahlreichen Konkubinen, mit der er einen weiteren Sohn hat. Und er möchte nun diesen Sohn anstelle seines rechtmäßigen Nachfolgers als Thronfolger einsetzen. Das gefällt wiederum der Familie seiner legitimen Königin überhaupt nicht, die plötzlich feststellen müssen, dass sie ausgebotet werden. Und so beschließen die, eine Armee zu sammeln und die Hauptstadt anzugreifen. Sie werden dabei unterstützt von barbaren Völkern aus dem Westen oder vielleicht machen die barbaren Völker auch nur einfach so mit, weil die Gelegenheit gerade günstig ist. So genau weiß man das hinterher dann doch nicht. Jedenfalls, das Ergebnis der Sache ist, die Hauptstadt wird eingenommen, König Zhou, seine Konkubine und der Sohn werden getötet und der rechtmäßige Nachfolger, also der ursprüngliche Sohn, wird als König neu eingesetzt. Und mit diesem Ereignis beginnt die sogenannte östliche Zhou-Zeit. Die erste Epoche dieser östlichen Zhou-Zeit nennt man auch die Frühlings- und Herbstzeit, so benannt nach einer antiken Chronik, die genau diesen Zeitraum schildert. Und das läuft von 771 vor Christus bis 481 vor Christus. Diese Zeit ist jetzt geprägt von einem langsamen, schleichenden Verfall des Zhou-Reiches. Tod von König Zhou hat weitreichende Konsequenzen, weil hier eine Art Präzedenzfall geschaffen worden ist. Der König hat seine Herrschaft nicht mehr selbstverständlich, sondern er hat sie nur noch sozusagen mit Genehmigung der Adligen. Die militärische Macht, die wird als eigentliche Macht jetzt durchgesetzt. Denn derjenige, der den König absetzen und umbringen kann, ist offensichtlich derjenige, der mächtiger ist als der König. Die traditionelle Vorstellung hingegen, die sah eher so aus, dass man sagt, na, der Herrscher ist durch den Himmel, also ein quasi göttliches Wesen, legitimiert.
Und als solcher stellt er sicher, dass Himmel, Erde und Menschenwelt in Harmonie miteinander bestehen. Dieses naiv-optimistische Weltbild der Frühzeit, das zerbricht jetzt langsam. Die Herrschaft wird säkularisiert. Auf politischer Ebene heißt das, der Zentralstaat bricht auseinander, bewegt sich hin zu Einzelstaaten. Also nicht mehr ein zentraler Staat mit einzelnen Fürstentümern, sondern unabhängige einzelne Fürstentümer, die gegeneinander stehen und nicht mehr vereint sind in einem gemeinsamen Staat. Also weg vom Zentrum hin zur Peripherie, könnte man sagen. Gleichzeitig verliert damit auch der Adel an Bedeutung. Auch die traditionelle Sittlichkeit, also die Adelskultur, wird weniger wichtig. Stattdessen kommt es jetzt eher auf Experten an, also auf Leute, die verstehen, wie man ganz pragmatisch und egal wo man herkommt, sozial gesehen, Macht und Wohlstand sichern und erhalten kann. Also einerseits verfallen traditionelle Gesellschaftsstrukturen, andererseits bedeutet das natürlich auch jetzt die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs und die Möglichkeit, dass Dinge plötzlich anders laufen, ganz allgemein gesagt. Am Ende dieser Frühlings- und Herbstzeit ist das Reich der Zhou faktisch gesehen in Einzelstaaten zerfallen, auch wenn ja, als Marionette oder als Fassade dieses Zhou-Reich samt König noch weiter besteht. Aber der König hat eigentlich jenseits der Hauptstadt nicht mehr wirklich irgendwas zu sagen. Diese Einzelstaaten bekriegen einander permanent und kämpfen um die Vorherrschaft. Diese Epoche heißt daher auch die Zeit der streitenden Reiche. Sie beginnt im Jahre 481 vor Christus und endet 221 vor Christus mit der gewaltsamen Einigung Chinas und der Begründung des Kaiserreiches, das dann über 2000 Jahre bis zum Jahr 1911 fortbestehen wird. Diese Phase jetzt, die Phase der streitenden Reiche, das ist die Blütezeit der chinesischen Philosophie. Paradox? Nein, eigentlich nicht, denn erst die Krise zwingt dazu zu denken. Was selbstverständlich war, was traditionell immer so als gesichert gelten konnte, das ist jetzt auf einmal zweifelhaft geworden. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Das wirft natürlich die Frage auf, wie sollte sie denn sein? Und warum ist sie nicht mehr so? Und in dem Moment entsteht die Philosophie. Auch Sokrates, wenn wir nochmal den Blick nach Griechenland werfen, auch Sokrates taucht ja in einem Moment der Krise auf, nämlich nach der Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg und dem Untergang der attischen Demokratie. Diese existenzielle Krise und das philosophische Denken, die gehen oft miteinander einher. Entsprechend ist es auch in der chinesischen Philosophie. Und man kann sich jetzt vorstellen, was für Themen in einer solchen Zeit die chinesische Philosophie umtreiben werden. Ganz generell gesagt, ihre Themen sind vorwiegend praktisch orientiert. Zum einen ist da Interesse an der politischen Philosophie, also wie lässt sich beispielsweise staatliche Ordnung herstellen und sichern? Wie kann man Frieden herstellen und sichern? Was legitimiert eigentlich eine Herrschaft? Oder im Bereich der Ethik, wie soll man leben, um in einer Welt in der Krise zurechtzukommen? Was heißt es, ein guter, ein tugendhafter Mensch zu sein? Kann es überhaupt so etwas wie universale Prinzipien der Moralität oder des guten Lebens geben, die an die Stelle von traditioneller Sittlichkeit und fragwürdigen antiken Moralkodizes treten können? Diese Fragen, immer verbunden mit dem Blick in die Vergangenheit, in die angeblich gute alte Zeit, in der es noch funktioniert hat, diese Fragen treiben die chinesische Philosophie in ihrer Gründungsphase um. Und diese Fragen sind es dann auch, mit denen wir uns beim nächsten Mal näher beschäftigen wollen.